Baby-Besserwisser. Die Paw Patrol und Ryder hatten Besuch von Bürgermeisterin Gutherz und Henrietta. Das Huhn und die Hunde spielten Plumpsack. Frau Gutherz und Ryder entspannten in zwei Liegestühlen. Einen heißen Sommertag so zu verbringen, ist doch schön. Henrietta spielt so gern mit den Fellfreunden. Die Fellfreunde spielen auch gern mit ihr. Los, Marshall! Los, Luma! Tut mir leid, Marshall. Jetzt bist du dran. Ich weiß ja, aber puh, es ist gack-gack heiß heute hier draußen. Holt euch Kokosnüsse. Da näherte sich ein grün-weißer Geländewagen. Kokosnüsse aus dem Dschungel. Tracker! Hallo, Amigos. Ich habe Kokosnüsse für alle in der Abenteuerbucht mitgebracht. Ist ja toll. Danke, Tracker. Carlos pflückt sogar noch mehr. Aber diese könnt ihr schon mal genießen. Jeder der Hunde bekam eine Kokosnuss. Perfekt. Cool. Schön erfrischend. Ich hab Riesendurst. Rocky, du kannst uns beim Öffnen helfen. Ja, gern doch. Ruff. Bohrer. Im Nu bohrte der kleine Mischling Löcher in die Nüsse und alle schlürften Kokoswasser. Danke, Tracker. Bürgermeister Besserwisser kam auf die Fellfreunde zu. Ich habe gehört, es gibt umsonst Kokosnüsse. Wo, wenn ich fragen darf, ist meines? Alles leer, Bürgermeister Besserwisser. Sieht so aus, als wären alle Kokosnüsse weg. Unfair. Alle kriegen eine Kokosnuss außer mir. Das ist unfair. Ich will eine Kokosnuss. Ich will Bürgermeister Besserwisser benimmt sich wie ein großes Baby. Ich überprüfe lieber selbst, ob die Kokosnüsse wirklich alle sind. So, so, alle Kokosnüsse sind weg, hä? Was ist das hier? Eine goldene Kokosnuss. Die da sieht so anders aus. Ich hatte Angst, dass sie nicht gut schmeckt. Vielleicht ist sie schlecht. Ich habe noch nie eine goldene Kokosnuss gesehen. Niemals. Sie ist was Besonderes. Ich bin auch was Besonderes. Los, Hündchen, mach sie auf. Okay. Rocky bohrte ein Loch in die Nuss. Sie ist viel besser als alle anderen. Ich habe die beste Kokosnuss. Ich bin ganz schön müde vom vielen Kokosnüsse sammeln und verteilen. Ich mache jetzt ein Nickerchen. Tracker legte sich unter einen Baum und war auch schon eingeschlafen. Und dann träumte er. Das ist das beste Kokosnusswasser aller Zeiten. Auch im Traum trank Bürgermeister Besserwisser aus der goldenen Kokosnuss und verwandelte sich plötzlich in ein Baby. Wow, was ist mit dem Bürgermeister passiert? Bam, bam. Er war geschrumpft und konnte nur noch brabbeln. Ui, ui, ui. Ist das Babybürgermeister Besserwisser? Eindeutig. Den Schnurrbart trug er aber immer noch. Ebenso den Zylinderhut. Ich muss zugeben, er ist irgendwie süß. Echt niedlich. Baby Besserwisser wollte aus der Kokosnuss trinken. Aber sie war leer. Tut mir leid, Baby. Da ist kein Kokosnusswasser mehr drin. Das ist laut. Da tun mir ja die Ohren weh. Bitte hör auf. Und zwar sofort. Uiuiui. Ui, ui. Ich brauche Hilfe. Tracker sah einen Handwagen auf der Wiese stehen. Ja. Und hatte die zündende Idee. Schnell zog er das Baby darin zur Einsatzzentrale der Paw Patrol. Ryder, Hilfe! Bürgermeister Besserwisser hat Kokosnusswasser aus der goldenen Kokosnuss getrunken. Jetzt ist er ein Baby. Hä? Uiuiui, es geht schon wieder los. Was soll ich tun? Wir müssen ihn wieder in einen Erwachsenen verwandeln. Hast du noch eine goldene Kokosnuss? Soweit ich weiß, war da nur eine goldene Kokosnuss. Ob Goldkokosnusswasser ihn zurückverwandelt? Möglicherweise schon, aber wir müssen sie wohl aus dem Dschungel holen. Carlos kann uns helfen. Ganz sicher. In der Zwischenzeit müssen wir auf dieses Baby aufpassen. Kein Bürgermeister zu jung, keine Pfote zu klein. Paw Patrol zur Zentrale. Ryder braucht uns. Schon stürmten die Fellfreunde zum gläsernen Fahrstuhl. Marshall wie immer als Letzter. Der kleine Dalmatiner übersah vier leere Kokosnüsse auf dem Rasen, trat mit den Pfoten in die Trinklöcher und segelte in hohem Bogen zu den anderen in den Aufzug. Hey, haben wir neue Helme bekommen? Ja, die Kokosnüsse auf den Hundeköpfen konnte man dafür halten. Der Fahrstuhl fuhr nach oben und alle schlüpften in ihre Einsatzanzüge. Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder.
Dieser Fall ist sehr seltsam, Freunde. Der Bürgermeister hat aus einer goldenen Kokosnuss getrunken und sich in ein Baby verwandelt. Da! Oh, er sieht so süß aus. Ja, das tut er. Aber wir müssen ihn wieder in einen Erwachsenen verwandeln. Für diesen Einsatz brauchen wir... Marshall! Robohund wird dich und dein Feuerwehrauto mit dem Air-Patroller in den Dschungel fliegen. Dann nimmst du deine Leiter und pflückst mit Carlos noch eine goldene Kokosnuss. Marshall, macht's! Außerdem brauchen wir Tracker. Du bringst Baby Besserwisser mit deinem Geländewagen zum Spielplatz, bis wir ihn zurückverwandeln. Ich bin ganz Ohr. Klasse. Ich hole ein paar Babyspielsachen. Wir treffen uns dort. Alles klar. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Diesmal sauste Ryder nicht an der Stange nach unten, sondern nahm mit Baby Besserwisser den Fahrstuhl. Marshall stolperte auf die Rutsche zu, sauste sie hinunter und saß kurz darauf in seinem Feuerwehrauto, das er geradewegs in den Air Patroller steuerte. Tracker und der Mini-Bürgermeister nahmen den Geländewagen und Ryder wie immer sein Quad. Der Einsatz konnte beginnen. Schon bald waren Tracker und sein Beifahrer am Ziel. Was meinst du, Baby Besserwisser? Ist der Spielplatz nicht toll? Der Knirps schien alles andere als begeistert und ließ sich bockig auf den Boden fallen. Ei, nein, nein, Baby Besserwisser, sei schön lieb. Hier, spiel doch mit dem Ball. Aber auch an dem hatte das Baby keinen Spaß und schleuderte ihn weit weg auf eine Wiese. Ei, für ein Baby kannst du aber echt gut werfen. Tracker lief los, um den Ball zurückzuholen. Da tapste Katzi heran und legte sich auf einer Wippe zum Schlafen nieder. Oh, miau, miau. Neugierig kam Baby Besserwisser näher, lehnte sich auf die Wippe und katapultierte Katzi aus Versehen in die Luft. Sie landete auf einem herumstehenden Dreirad, das wie von Zauberhand losfuhr und die Straße hinunterrollte. Katzi? Tracker kam eine Pfotenlänge zu spät. Miau, miau. Uiuiui. Ryder, Katzi rast mit einem Dreirad auf Herrn Pfeffers Restaurant zu. Wir treffen uns dort, aber fahr vorsichtig. Vergiss ja nicht, du hast ein Baby an Bord. Herr Pfeffer probierte gerade eine Drohne als fliegenden Essensauslieferer aus. Lieferdrohne, nimm die Tüte mit dem Essen. Hä? Als Katzi auf dem Dreirad vorbeisauste. Katze auf einem Dreirad? Und da kamen auch Ryder und Tracker. Da ist sie, Tracker. Wir brauchen deine Kabel, um das Dreirad zu stoppen. Aber natürlich, geht klar. Ruff, Kabel. Trackers schwarze Kabel flogen auf das Dreirad zu, erwischten es im letzten Moment und zogen es zurück. Katzi! Das war ja eine wilde Fahrt. Baby Besserwisser hopste aus dem Geländewagen und lief Katzi hinterher. Immer um Herrn Pfeffers Beine herum. Dem vor Überraschung die Fernsteuerung aus der Hand fiel. Sie landete auf dem Beifahrersitz. Ein Baby mit einem Zylinder? Eigentlich ist das Bürgermeister Besserwisser. Bürgermeister Besserwisser? Marshall sucht eine goldene Kokosnuss, um ihn zurückzuverwandeln. Ryder setzte das Baby zurück ins Auto, wo es die Fernsteuerung entdeckte, mit der es sofort herumspielte. Die Drohne flog los, packte Katzi mit ihren Greifarmen und düste davon. Vor Begeisterung riss der Mini-Bürgermeister den Steuerknüppel aus der Fernsteuerung. Miau, miau. Oh, oh. Sky, du musst den Himmel nach einer Drohne absuchen, die Katzi mitgenommen hat. Ich heb jetzt ab. Sky startete ihren Hubschrauber. Katzi, wo bist du? Und hatte die Ausreißerin bald entdeckt. Aber, oh nein, die Greifarme der Drohne ließen Katzi fallen. Ruff, Rettungsgurt. Im allerletzten Moment fing Sky das Kätzchen mit dem Rettungsgurt auf. Hab dich! Flugs ging es zurück zur Einsatzzentrale, wo gerade Ryder, Tracker und Baby Besserwisser eintrafen. Okay, Baby Bürgermeister, wir werden jetzt schön im Garten spielen, bis Marshall mit der Kokosnuss zurückkommt. Zuerst aber kam Sky mit Katzi zurück. Doch als die den Bürgermeister erblickte, ergriff sie augenblicklich die Flucht und sprang ausgerechnet in den gläsernen Fahrstuhl. Und das Baby tapste hinterher.
Der Fahrstuhl sauste nach oben und Katzi sprang in der Zentrale umher, dicht gefolgt von Bibi Besserwisser, das wild auf den blinkenden Knöpfen herumpatschte. Dadurch gerieten draußen alle Einsatzfahrzeuge in Bewegung. Was ist denn mit den Fahrzeugen los? Die machten sich selbstständig und fuhren im Kreis herum. Wo ist das Baby? Ryder sah hoch zum Fenster der Zentrale. Da ist es! Tracker, los! Lauf schnell nach oben! Doch als Tracker mit dem Fahrstuhl hinauffuhr, flüchtete Katzi über die Rutsche nach unten. Und das Baby hinterher. Baby Besserwisser! Das war mit Katzi bereits unten vor der Zentrale, wo die Verfolgungsjagd weiterging. Zur selben Zeit näherten sich Carlos und Marshall im Air Patroller. Junge, Junge, wir mussten ganz schön viele Kokosnüsse pflücken, um eine goldene zu finden. Ich bring die goldene in Sicherheit. Doch der Dalmatiner-Welpe trat auf eine Nuss und drückte auch noch auf den Knopf, der die Heckluke öffnete. Oh oh. Oh nein. Der Kokosnussberg mitsamt der goldenen Nuss fiel in sich zusammen und hinten aus dem Air Patroller. Achtung da unten! Direkt über der Einsatzzentrale. Ups, das ist gar nicht gut, Carlos. Aber Tracker sah die Kokosnüsse von oben kommen und hatte den rettenden Einfall. Ruff, Kabel! Die Kabel schnellten durch die Luft, packten Katzi und den Babybürgermeister und rissen sie zurück. Gerade noch, bevor alle Kokosnüsse auf den Rasen knallten. Und was tat Klein Besserwisser? Miau, miau! Ah. Er drückte Katzi ganz fest. Er wollte dich nur umarmen, Katzi. Das hätte man dem Kätzchen ruhig früher sagen können. Nun aber setzte Ryder das Baby in ein Gitterbett. Und bald darauf hatte Carlos die goldene Kokosnuss angezapft. Ich habe das spezielle Kokosnusswasser in diese Babyflasche gegossen. Danke. Hier, trink schön, Baby. Gierig saugte der Mini-Bürgermeister an der Flasche und war im nächsten Moment wieder groß. Hey, was fällt euch ein, mich in ein Kinderbett zu stecken? Da brach das Gitterbett auch schon unter ihm zusammen. Ich will zu meiner Mami. Erwachsen geworden war Bürgermeister Besserwisser offensichtlich immer noch nicht. Ich brauch noch ein Nickerchen. Babys sind echt anstrengend. Tracker rollte sich auf der Wiese zusammen und war prompt eingeschlafen. Als er aufwachte, stand Rocky neben ihm. Sieh mal, Tracker, ich habe noch so eine goldene Kokosnuss gefunden. Versteck sie, vergrab sie. Hauptsache Bürgermeister Besserwisser findet sie nicht. Tracker hatte genug und machte sich mit Riesensprüngen aus dem Staub. Uiuiui. Okay.